Und der Rest des Gebäudes? Alle Spuren vernichtet. Was? Finale Phase. Ja, aber das ist inakzeptabel. Sie haben sich, das finde ich so geil. Sie haben sich beschwert, dass es zu dritt zu lange gedauert, haben einen abgeknallt und eine weggenommen. Stasse? So, Moment und Totot und Tusche. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Space Conviction. Wir haben das Washington Monument besiegt und fingen jetzt ins nächste Level. Let's go. All die Jahre über hast du mich angelogen. Es war für einen guten Zweck, Sam. Und ich würde es aus dem gleichen Grund jederzeit wieder tun. Hab dich wohl nie wirklich gekannt. Nein. Und du kennst mich auch immer noch nicht. Als Sam kam und mich um Hilfe bat, konnte ich nicht Nein sagen. Sam war wie ein einsamer Wolf. Ihn musste man immer daran erinnern, wie wichtig es war, auch mal für andere den Kopf hinzuhalten. Nach der Spielerei beim Monument hieß Sams nächstes Ziel Whiteboxen. Die Typen, die den Laden gekauft hatten, waren bereits dabei, alles, was sie brauchen konnten, wegzuschaffen. Aber ihm war egal, was sie vorhatten. Er wollte da rein. Auch wenn eine doppelwandige EMP-Forschungseinrichtung nicht viele Hintertüren hatte, ihm reichte eine. So, da sind wir. Natürlich haben wir eine Waffenkiste hier drin. Wir haben jetzt basically die kann ich upgraden. Dann machen wir das nochmal. Wir haben jetzt so das erste größere Level. Wo ist deine. Achso, da verfügbare Punkte, ich wollte gerade sagen. Wo ist deine Money? So, was nehmen wir denn mit? Wir nehmen, glaube ich, wieder die. Die mit. Verzeihung, du hattest doch schon diejenige, die viermal. Ich drück immer fucking C zum Ducken. Die Frage ist, ob das irgendwie ein Dings hat. Hat das Munition? Hat das dann. Mobiler EMP hier, siehst du unten. Neben meiner Pistole. Wird dich das denn irgendwann killen, dadurch, dass du es dann nicht mehr haben wirst? Nein, Quatsch. Okay. Jetzt geh mal rein, ich kann hier jetzt nicht. Wo kann ich wohnen? Ja, es ist halt die Frage, wie ihn das dann aufschreckt. Ja. Einfacher. Ja. Das war Musik, ach so. Das war ja. Kein, den ihr gehört hat, okay. Und Vic, wie komme ich in den Musik. Kasten rein? Such nach einem Lufttauscher auf der Seite des Gebäudes. Brich ihn auf, geh die Treppe runter und such. Ich habe das Gefühl, er schwebt so ein bisschen beim Laufen, ne? Also, er macht so fliegende Schritte. Ja. Berühmte letzte Worte. Zack, hier hoch. Zack. Ezio wäre so stolz. Ja. Ich finde, wir sollten jetzt immer einen Ezio-Drop machen, wenn sowas passiert. Nö. Was soll man so? Ey, wir haben dieses coole neue Klettern entwickelt, ne? Wollen wir das nicht mal benutzen? Ah ja, wenn es sein muss. Nur ein bisschen halt. Jeder Freak-Climber wäre so stolz hier gerade, ne? Ey, wirklich. Ohne irgendwie Magnesium oder so in den Händen, einfach let's go. Das sieht ja so einfach aus. Hin zum Lufttauscher. Doppelseitig. Das ist wie so ein Todesstern. Aber ja, eine Lücke gibt's. Der Schier ist. Hallo, runter. Achso, sollte vielleicht auch runterdrücken. So. Da kann man nichts machen. Also hier rüber. Ja. Zack. Hier schon. Was ist?
Tatsächlich interessant Design für so ein Gebäude. Naja, weißt du, woran mich das gerade erinnert? Ein Gebäude in einem Gebäude. Ja. Der Statiker das nicht berechnen kann. Bauen wir das einfach drumherum. Weil es existiert nicht. Nicht in meiner Software. Also auch nicht auf der Welt. Dass die mich nicht sehen, ne? Ja, du bist halt sehr sneaky. Und sie sind sehr konzentriert. Hast du richtig. Das ist schon sehr huge, das Ding, ey, Wahnsinn. Jetzt brauchen wir endlich mal die Schwanenhalskamera. Aha. Strong. Dann können wir nämlich... Ah. Da drüben, Kerl! Wow! Crazy. Diesen geilen Move so nach hinten lehnt gesehen. Hab ich. So. Bisschen beeindruckt. Zack. Nur Bildschirme im Desktop. Quatsch. Bildschirme im Tisch. Hätte ich Bock zu. Irgendwie fühle ich das. Seit Sie hier sind, ist der Kaffee besser. Meinst du, bewaffnete Posten im Gebäude oder deutlich besserer Kaffee? Was ist wichtig? Ach, wird erwachsen. Unser neuer Eigentümer hat seine eigene Sicherheitsfirma mitgebracht. Sowas passiert nun mal. Gerade bei Projekten mit dieser Sicherheitsstufe. Ich traue diesem Schlüssel einfach nicht. Wireless. Auf keinem Ich sag's dir, so bekommen wir nie den Verstärkungseffekt, den wir erhofft hatten. Das ist ein Typ? Was ist mit Tesla 1994? Oh Gott. Und der andere war viel älter als die Stimme. Ah! Hey, ihr wolltet schon vor 2 Stunden fertig sein. Was? Sagen Sie bloß, wir arbeiten Ihnen nicht schnell genug. Wollen Sie mir vorschreiben, wie ich meinen Job zu machen habe? Wissen Sie was? Ich werde Mr. Gell jetzt sagen, dass Sie unsere Arbeit stören. Boom. Wie gefällt Ihnen das? Haben Sie gehört? Hab ich. Dabei wird gleich exekutiert. Dem Herrn ist wohl nicht klar. Aber jetzt wird es doch noch länger dauern. Dass wir auch für Gell jetzt arbeiten. Sie können nicht. Sie haben gerade... Oh doch. Ich kann. An die Arbeit. Sonst bist du dran. Nein, die nicht. Die brauche ich am Standort Bravo. Behalten Sie die anderen so lange wie nötig. Danach finale Phase einleiten. Und der Rest des Gebäudes? Alle Spuren vernichten. Was? Finale Phase. Das ist inakzeptabel. Sie haben sich... Das finde ich so geil. Seht zu, dass die Streberin weiterarbeitet. Sie haben sich beschwert, dass es zu dritt zu lange gedauert, haben einen abgeknallt und eine weggenommen. Mathe. Ja. Dafür wurden die nicht eingestellt. Dafür ist Geld jetzt da. So, dann machen wir nochmal. Und rette ihn. Zutritt verschaffen. Zack. Hast du mal versucht, das zu speedrun? Nein. Bist da wirklich sehr routiniert? Ich glaube, weil das auch. Oh Gott. Ja, zum Glück hat der Kittel dahinter gesagt. Was zum Teufel war das? Wo kam das her? Bringen wir es hin. Kontakt! Ach, schießt, da ist noch einer rechts. Und links auch. Sturmtruppler halt. Aus der Hüfte. So, moin. Ich glaube, er hat Angst. Nicht. Beantworte meine Frage, dann sehen wir weiter. Woran arbeitest du? Wieso die ganzen Sicherheitsvorkehrungen? Wir erforschen Abwehrmaßnahmen gegen EMP-Angriffe. Hauptsächlich fürs Militär. Seit Robertson hier ist, geht's nur um ein Projekt. Robertson, was treibt er so? Sie meinen, Projekte. Abgesehen davon, dass er Black Arrow das Labor überlässt,
Er sammelt die Daten aller Experimente und löscht sie danach aus dem System. So kann nur er überblicken, an was wir arbeiten. Merkt er sich das dann alles, oder? Was hat er ist ein Genie. Oder Flashdrive. Der Besitzer der Firma. Ich würde sagen, er hat einen geilen 64 GB USB-Stick. Ich glaube, es ist an der Zeit, Robertson das mit der Datensicherung abzunehmen. Wie komme ich rein? Könnte sie in den Aufzug bringen. Gut. Mach das und verschwinde danach. Ich glaube, ich bleibe lieber hier. Ein paar meiner Freunde, sie brauchen vielleicht Hilfe. Vielleicht kann ich... Viel Glück. Held spielen? Weiß ich jetzt nicht. Ja, don't do it. Das erinnert mich an Live, der einfach unterwegs war, über die Klingelstreiche gemacht hat. Aber rangehe hier! Dieser ekligen Mensch. Ach, Mann. Das ist einer der vielen Gründe, warum ich niemals in der Innenstadt leben will. Ja. Ah. Oh. Die lebt noch vorhin noch. Hm. Oh, damn you people. What you mean you people? Yeah, what you mean you people? Okay, niemand. Nobody there. Aber hier doch bestimmt. Bitte, das muss doch nicht sein. Hört sie doch schon. Ich glaube, du kommst zu spät. Kann ich mal sterben wie ein Mann. Den ohne Weste, den müssen wir uns merken. Den ohne Weste. Weste, okay. Beige Hose. Der wird leiden. Du meinst, achso. Der wird leiden. Ohne keine Weste, beige Hose. Ja. Der Junge wird wehtun. Nein. Oh. Das wollte ich nicht. Das war's loudly. Geil, das hat er nicht gecheckt. Er hat doch nicht gelitten. Er hat nicht gelitten. Aber er war basically der Erste. Ah. Pistolenschütze. Und clear. Roll. Roll, roll, roll your boat. I'm rolling, they hate him. Das ist mir hier alles viel zu hell. Sicher, dass es eine gute Idee ist, jeden umzulegen, Pam tot. Ja, leider schon. Ich auch. Wann glaubst du, können wir von hier verschwinden? Sobald der Major. Ich will noch GTA spielen. Ja. Das war jetzt nicht so leise. Oh Mann, verdammt, was ist hier passiert? Vorsicht, anscheinend ist jemand hier! Nee, nee, das war einfach nur ein kleiner Begehungsruf. Da hinten checkt's immer noch nicht. Ach du Scheiße! Wer hat denn hier Stöckelschuhe an? Dass das hier die ganze Zeit so klack, 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 klack macht. Das warst tatsächlich du. Nee, jetzt gerade bin ich's nicht. Doch. Ich mag immer nicht sauber machen. Ah, da oben. Er steht einfach taktisch klug da oben und hat es nicht gecheckt. Boom. Ich hab gedacht, dass das schon einer ist. Nein! Sei zu hoch. Oh Mann, Scheiße! Ich werde den Typen finden und alle Zahlen. Oh wow, der hat fies geguckt. Oh Gott! Der checkt's gar nicht. Perfekt. Erneut wäre er jetzt hier stolz. Oh. Oh, Waffenkammer. Ich muss nämlich auffüllen. So. Da müssen wir rein. So. Fenster öffnen. Weil frische Luft? Nee, nee, ich hab da keine Wand, wo ich mich dran langhangeln kann. Kein Grip. Sam, ich weiß, dass du in Whitebox bist. Ich kann dir helfen. Melde dich, wenn du Robertsons System erreichst. Du hast also mitgehört. Welche Überraschung. Solltest du nicht eigentlich Neuigkeiten in Bezug auf Sarah haben? Sie ist in der Warteschleife. Deshalb rufe ich an.
Mach's kurz. Dad? Sarah, bist du das? Geht's dir gut? Die hatten mir gesagt, du seist tot. Sie sagten mir, man hätte dich getötet. Das Gleiche haben sie von dir behauptet. Ich... Sorry, mehr ist nicht drin, Sam. Grimm. Später. Du hast jetzt zu tun. Ist jetzt zwar nichts Grimm. Ich habe nur ein bisschen. Oh, Mist! Netter Versuch, Arschloch, aber das läuft nicht! Mit dem Scheiß kriegst du mich nicht! Komm raus! Oh, verdammt! Scheiße! Es muss von da drüben gekommen sein! Hat ihn ja doch gekriegt. Vorrücken, ich sichere dich! Versteiß dir den Arsch auf! Feuerschutz! Hey, da ist er! Von mir versteckst du dich nicht! Ah, da ist wieder einer. Ohne Dings und beige Hose. Ja, nicht der, den wir wollten, aber ist okay. Ich hab nicht damit gerechnet, dass ich halt auf einmal komme. Bin ich early. So. Ernte. Ja. Heißt das. Voll Ernte. Das ist alles voll Ernte hier. Musik war auch so dramatisch. Ich wollte gerade fragen, was geht denn jetzt ab? Aber es waren einfach die Brüder, die da Bock hatten, alle auf einmal anzutanzen. Ich meine Lichtschalter. Was war er denn? Ah, da. Lichtschalter. Oh. Die vermissen ihn noch gar nicht, ne? Du stirbst wie die Wissenschaftler! Hä? Rein! Du entwischst mich! Ich hab doch nicht verstanden. Gib auf, Arschloch, du bist erledigt! Nimm das, du Weichei! Achso, er kann da durchschießen. Du nicht, ja, er schon. Nee, ich nicht. Ich nicht. Wär mir neu. Ah, Beleuchtung hat Bodensensoren. Pressure sensitive. Deswegen hatten sie dich. Tür geht auf, juckt die gar nicht. Müsste das Feature ja auch nutzen, ne? Ja. Wieder Pressure Sensitive. Du übertreibst es, Fischer! Ich komm. Hey! Du kannst da! Komm, er muss da drüben sein! Ich hab. Jetzt hab ich dich! Wirst für den Tod unserer Freunde bezahlen! Dein Arsch gehört mir! Wusste, dass du auftauchen würdest! Augen zu! Es ist schön, wenn man mit Freunden arbeiten kann. In den Hals geschossen. Und sein Bein war einfach so aufgeknickt. They waited you. But they didn't know. Boah. Ah, Mist! Okay, den haben wir durch die Wand geschossen. Das war absoluter Wallhack. Durch Fenster und Schreibtisch oder was das ist. Ist da nicht irgendwo? Aber gut, Bullet-Zauberei. Richtig. Bin ein Magier. Ich kann Robertsons System von hier aus sehen. Schieß los, Grimm. Okay. Sorg dafür, dass der Raum für ungebetene Gäste etwas an Charme verliert. Kann sein, dass du eine Zeit lang am System bleiben musst. Und ich will nicht, dass dich jemand stört. Minen mit Fernzünder dürften dafür das Richtige sein. Da. Minen mit Fernzünder. Das Licht ausmachen.
Touch. Was macht hier denn noch so ähnlich vielleicht? Diesen Projektor? Ja, der Touchscreen hinter dir halt. Ja, das weiß ich. Was, was? Ja, ich, okay. Oh mein Gott, ich habe einen vergessen. Hier ist Sam. Hab gerade Robertsons System vor mir. Perfekt. Öffnest du mir eine Hintertür? Wie in alten Zeiten. Hast vollen Zugriff darauf und auf die Anschlüsse. Danke. Ich mache mich daran, alles herunterzuziehen, was er hat. Enthält sämtliche EMP-Daten. Gut, ein paar meiner Jungs sind ganz wild drauf, sie zu sehen. Okay, Sam. Die Verbindung steht. Die Daten fließen. Ich bin hier also fertig? Nicht ganz. Du musst Babysitter spielen. Wenn die Verbindung abbricht, kann ich von hier aus keine neue aufbauen. Verstehe. Dann darf also niemand auf diese Kiste zugreifen. So wie es aussieht, könnte man damit sämtliche Verbindungen kappen. Dann wäre ich draußen und wir zwei hätten Pech gehabt. So, genug geplaudert. Ich bekomme Gesellschaft. Dann wäre das eine Licht weniger sinnvoll gewesen. Jetzt verstehe ich. Ja, los. Ja, das ist verschwunden. Ach so. Hm. Für die der Fahrstuhl zum Tod. Zeig mir, was du drauf hast. Junge, ist der Ragdoll geflogen. Oh, die war nicht gut. Sind bei 20%. Nee. Herr Witt, melde alle Personen. Hast du gehört? Erledigt. Kaum ich weiß, dass du hier bist. Zeig dich. Er muss irgendwo dort sein. Du hilfst niemandem, wenn du dich versteckst, Fischer. Doch, Fischer. Schon mal gut. Los, Bewegung! Sechzig. Ein einziger? Gut versteckt. Stehen bei 60%. Ist da was aufgegangen? Oh, Helm. Lol. 80%. Gut, was ausgehalten. Alles okay. Hier nicht. Irgendjemand verfolgt meinen Download. Ich bekomme ihn nicht abgeschüttelt. Wenn die zu mir durchkommen, fliegen meine und Sarahs Tarnung auf. Wo kommt das Signal her? Sieht nach Whitebox aus. Vermutlich Erdgeschoss. Die Blaupausen zeigen einen Raum. Vielleicht ein Testlabor. Ich bin da gewesen. Sie lagern dort ihr EMP-Testsystem. Kann sein, dass du es aktivieren musst. Tu alles, was nötig ist, Sam. Kein Problem. Bin unterwegs. He goes down. Sam Fischer, die schnellste... Der schnellste Agent von Mexiko. Ja, das Ding runterzurutschen ist dann auch schlau. Ist viel schneller als so ein Vic, Aufzug. Bin in Whitebox und brauche ein wenig Hilfe. Hoffe, es lohnt sich. Und ob. Ich muss ein EMP-Gerät aktivieren, um ein Ortungssignal zu unterbrechen. Ist die Abschirmung von Whitebox dicht? So dicht wie ich nach einer Weihnachtsfeier. Jawoll, Ayol. Männer. Der Kram draußen? Kein Problem. Kannst dich also entspannen. Danke, Vic. Alter. Das sieht schon nach einer ziemlich mächtigen EMP-Kanone aus. Du stirbst wie die anderen. Welche anderen? Meint er seine Freunde? Bewegung, los! Na komm, zeig mir, was du drauf hast. Dass ich den getroffen habe, gut. So, ich komme jetzt. Oh, Scheiße! Was macht ihr? Zeig
zeig mir, was du drauf hast. Waffe fallen lassen, er gibt Werbung. Oh, hinter dir. Okay. Okay, wir müssen uns Vorsprung erbahnen, während er redet. Gut. Dabei meint wie die Wissenschaftler. Safe. Was du drauf hast. Je länger ich du. Fuck! Der zielt gefühlt hoch. Man checkt's nicht. Tod von oben. Ich hab beste Strategie. Oh nein. Ich dachte. Nein, ich dachte, er läuft unter mir, ich kann tot von oben drücken, aber er war zu schnell. Naja. Ja, scheiße. Ach, das war dieses klassische, ich hab wieder C gedrückt, BMP. Nee, das war beabsichtigt, dass ich runterfall. Das war schon beabsichtigt. Waffe fallen lassen, komm! Oh Gott. Oh Gott. Ah. That's a lot. Oh Mist! Wusste, dass du auch kommen würdest! Oh wow. Wie habe ich den denn nicht getan? Das ist ja schlimmer als ein Call of Duty gerade. Hallo? Vor allem, wie hat er dich noch erwischt? So, okay, Konzentration jetzt. Und er nimmt Damage. Nochmal hoch. Keine Spur vom Ziel, wiederhole kein Ziel. Hm, ist halt sehr im Hellen. Da können wir was gegen machen. Eric. Zack. Musste etwas Besseres einfallen lassen. Haltet die Augen offen, Jungs. Fischer macht mal wieder Ärger. Bin auf dem Weg. Keine Spur vom Ziel! Sieht ihn jemand? Oh, Scheiße! Oh, da noch einer. Der. Ja, ganz entspannt. War auch der letzte, schätze ich, oder? Das ja, hätte auch besser laufen können. Das ist richtig. So. Nö, war ja auch nicht. So, damit ist Major Robertson hinüber. Und Grimm wieder frei in ihren Hackeraktivitäten. Oh Scheiße! Person gesichtet! Wow. Da stehen ist gefährlich. Besser ist. Schickt umgehend Verstärkung her! Kein Kontakt, wiederhole, kein Kontakt! Kannst die Person nicht sehen? Richtig hier, verteidigt!
Techniker sucht weiter. Eure Audiokanäle sind Schmutz. Haltet die Augen auf. Kann ich nicht. Sucht weiter. Kein Sichtkontakt zum Ziel. Weiß irgendjemand, wo er steckt? Bumm. Suche weiter. Boah. Keine Spur vom Gegner. Nichts. Er ist nicht hier. Sucht weiter. Er muss hier irgendwo stecken. Such weiter. Weiter. Sehr schön, vier Stück. Bam, bam. Das war schön. Noch jemand? Besser hätte man die nicht eliminieren können. Richtig. Glaube, ich bin hier fertig, Grim. Vielleicht suche ich jetzt mal diesen Galliard, von dem jeder spricht. Lucius Galliard? Kennst du ihn? Nicht direkt, klar. Aber ich melde mich deswegen später nochmal. Lass ihn vorerst in Ruhe. Ich setze so lange einen Spezialisten auf Robertsons Daten an. Sehr gut. Und dann er macht erstmal eine Sicherheitskopie. Machen wir dasselbe wie in der letzten Folge. Wir machen hier eine Cut und sehen uns in der nächsten Dingens wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.